Und damit willkommen zu einer Runde Mass Effect 3, da die Create-Welt ja den Weg allen Irdischen gegangen ist, machen wir jetzt noch einen kleinen Bonus-Stream. Ich habe im Moment wieder Mass Effect-Sucht. So, mit der Reborn-Mod, das heißt, also deswegen spiele ich auf Bronze, weil ich level gerade und es ist einfach, es sind mehr Gegner. Dementsprechend ist eigentlich alles eine Schwierigkeit höher als sonst. So, irgendwas, einfach nur irgendwas zum, was eigentlich nur Müll ist, möchte ich hier drauf packen. Komm, Incendiary 1, dann haben wir hier. Okay, ich hatte im Kopf, dass, dass Biotic Damage auch schon hier ist. So, Shield Power Cells. Komm, die benutze ich so selten. Let's go. So, Hauptfraktion ist Cerberus, aber mit dieser Wort wird auch wieder Schwierigkeit gemischt. Oh wow, es ist sogar mal jemand reingejoint. Das ist auch was Neues. So, reicht es, wenn die von der Explosion getroffen werden, damit der Incendiary-Effekt drauf geht? Ich glaube nicht. Creative, sag mal an, wie ist die Lautstärke? Ist etwas zu laut. So, mal gucken, ob das hilft. Ich hatte ganz verdrängt, dass voller Shield Recharge, dass man das erst skillen musste. Und gerade mit gerade der menschliche Frontkämpfer braucht das ja, um seine Nova auch einsetzen zu können. Also auch gewinnbringend einsetzen zu können. Killstreak? Das muss man auch erstmal schaffen.
muss sagen, ihm gefällt nicht so ganz, was die Mod mit dem Nemesis gemacht hat. Weil ich finde, ein Sniper, der plötzlich ein Maschinengewehr hat, ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Du hast sehr tolle Nachrichten. Was hast du für tolle Nachrichten? Gut, dass der Stream auf Mature gesetzt ist, dadurch, dass ich Mass Effect 3 streame. Wohl noch zu viert? Nee, lass mich tragen, Bro. Ich kann chargen. Das ist tatsächlich etwas, was ich an der Mod mag. Man kann mit Fähigkeiten, man kann rennen. Weil Rennen ging ja sowieso schon im Prinzip mit dem Pizza-Run-Glitch. Man kann chargen während und sich tarnen, während man das Paket trägt. Ich fand es immer sehr seltsam, dass das nicht ging. Einfach weil so bewegliche Charaktere oder Charaktere mit Tarnfähigkeit sind ja genau die, die man für so eine, die man intuitiv für so eine Tätigkeit halt abstellt. Und dafür sind es dann halt drei Objekte, also drei Pakete, die man holen muss.
So, Nummer 1. So, direkt ein Phantome-Kill for free. Also mit dem Loadout, Phantome sind echt nice. Phantom, Phantom. Phantom. History. Target is prior.
bin mir gar nicht sicher, ob die Scorpion. Ich neide ich mal, das ist noch Minecraft. So, ich nutze ganz ehrlich einfach das als Gelegenheit, um nochmal zu gucken, was ich an. Da ich eh schon Modded spiele, was ich noch an Mod drin haben möchte. Immer schön positiv denken. Ich sag's mal so, auch mit der regulären Hardcore-Welt, ich hatte immer das Gefühl, so, ich hab sie ja jetzt noch, aber ich habe immer das Gefühl, bevor ich die verliere, kann ich keinen gemoddeten Run anfangen. Und ich meine, das ist auch ein bisschen das Schöne an Hardcore, es gibt ein Ende vor. Wobei ich halt darauf hätte verzichten können, auf diese Weise zu sterben. Weil wir haben ja auch nicht viel verloren. Wir haben ja nichts Weltbewegendes gebaut oder sowas. Müsst ihr halt euch noch ein bisschen länger gedulden, bis ihr erfahrt, was ich vorhatte, was der Kniff war. Ich habe gerade keinen Extraktionsbonus bekommen, das stört mich jetzt aber. Es wären immerhin 45.000 XP gewesen. Okay, doch, Full Extraction da. So, Power Synergy und Barrier. So, das ist ein gutes Team, ich denke mal. Okay, sie Hades ist noch relativ neu, aber ich denke mal selber, auch wenn das im Prinzip wie Gold ist, sollten wir eigentlich schaffen. Contact!
Yeah, Killstreak. So, langsam können wir die Combo aus Charge und Nova auch sehr gut aufrechterhalten. Oh, das ist so nice, mit dem Objective chargen zu können.
hauen, Welle 5. Oh, ich liebe diese Waffe. Ich habe die gar nicht so gut in Erinnerung. Thank you.
Ich nehme keinen Damage mehr. Okay, jetzt nehme ich wieder Damage. Okay, das hat gesessen. Okay, wenn es laggt, dann spawnt jemand rein. Aber ich glaube, ja, die andere Person ist weg. Konzentriere mich darauf, die Mission zu retten. Okay.
So, Objective erledigt, das ist das Wichtigste. Ding ist, ich habe früher Frontkämpfer nie auf Host gespielt, deswegen habe ich mich nie so gerne auf Fähigkeiten wie Nova verlassen, aber ich merke, gut, vielleicht ist sie auch gebufft worden durch die Mod, aber Nova haut hier richtig rein. Na gut, es sind mehr Gegner, aber es ist schon ein Gamechanger. Ich habe das Gefühl, mit der Mod wird wieder mehr gestaggert durch die Geth. Okay, die Extraction ist irgendwo und nirgendwo. Ja, Shuttle ist hier und wir kommen nicht dran. So, und was wir uns halt noch überlegen müssen, ist, ob wir auf Shockwave gehen, aber ich benutze das eigentlich nicht. Also wahrscheinlich Alliance Training.
Boah, ich glaube aber, wenn ich für. Wenn ich mehr Equipment haben will. Also, ich meine, ich habe ja schon fast. Ja, nicht komplett gemaxtes, aber ein fast komplett gemaxtes Manifest. Deswegen. Weiß ich gar nicht, ob Premium Spectre Packs für mich überhaupt noch Sinn machen. Wenn ich hier mit Level 3 und Level 4 Equipment-Sachen spielen will, dann sollte ich vielleicht eher auf Spectre Packs gehen. Area auf einem Quarianer. 120 N7, also es könnte sogar einer sein, der schon richtig viel Ahnung hat. Ich bin mal gespannt, ist Nova gut gegen die Seeker-Schwärme? Weil das könnte natürlich dann auch verhindern, dass die mich treffen und meine Fähigkeiten abschalten. Das ist kein guter Place, um jetzt auch noch eine Seeker-Schwärme abzukriegen. Stimmt, da war das Turret, das habe ich ganz verdrängt. Und trojanischer Wächter. Oh, das ist so retro. Das ist auch einer der Charaktere, die einfach immer gut waren und immer gut sein werden. Yeah.
Ja, super, ich darf nicht chargen. Gerade jemand Hentai gesagt. Wie ist das so schön? Man sieht und hört, was man sehen und hören möchte. Was soll das denn heißen? Das kannst du dir, glaube ich, denken, was das heißen soll. Das ist eine gute Idee, aber nicht während hier die Krabben sind. Es gibt übrigens auch eine neue Zuschauerbelohnung. Consumed. Ah, super, jetzt wollen meine Fähigkeiten schon wieder nicht.
Neue Belohnung feiere ich, aber ich muss mir gute Sachen ausdenken. Ja, ich habe auch schon angefangen, eine Liste anzulegen. Aber du musst dir nicht unbedingt was ausdenken, ne? Also du kannst sowohl selber derjenige sein, der was sich was ausdenkt, als auch, dass ich ein paar Sachen sage. Mache ich gleich, weil dann mache ich eine Prediction. Dann bist du tot. Also man kann damit schon absurd viel Damage machen. Ich habe das Gefühl, man kann auch länger mit der Spacebar sich am Leben erhalten.
Solarian STG team was shot down. Hack the security on the terminal and find the intel. Shit. Okay, wir haben Glück gehabt. Also die Reichweite von dem Seeker, von dem großen Seeker-Schwärm ist manchmal echt absurd. Okay, Full Extraction kriegen wir schon mal nicht mehr. Nein! Ah, immer diese Krabben. So, wir machen eine Prediction. Ja. Darf nicht länger als 25 Zeichen sein, das ist fies.
So, das Ding ist. Das ist total scheiße, dass ich nur fünf. So, wir müssen noch mal ganz kurz, dass wir hier gleich. So, machen wir das jetzt einfach so. Übrigens, jetzt muss ich nur irgendwie das hinkriegen, dass ich den Chat wieder sehen kann. Jetzt. Prediction started, sind 20 Minuten. Eine von diesen Aussagen ist gelogen. Und für die Wortleute, damit ihr auch mitraten könnt, die Aussagen sind: Ich habe einen Profisportler in meiner Familie, ich habe schon mal Käfer gegessen und ich besitze ein Autogramm von Patrick Stewart. Thank you.
Ihr detoniert Nova auch Feuerexplosionen? Weil das macht's einfach noch besser. Schon 30.000 Punkte, das ist so busted. Nein! Shit. Du sagst, der Käfer ist gelogen. Ey, Leute. Sag jetzt nicht, dass ich euch hier carryen muss.
Off-Host Vanguard, der ist aber auch mutig. Na, Recharge Delay könnte ganz gut sein in dem Fall. Hier sollten wir es aber hinkriegen, dass wir einen Killstreak kriegen, oder? Also so viele Gegner, wie hier gerade gespawnt sind, können in Vanilla halt gleichzeitig auf dem Feld sein. Das ist halt schon sehr krass jetzt. Dragoons gehen dann ja richtig. Wow. Some
Quelle 7. Oh, bitte kein geglitschtes Geschütz. Das wäre nicht schön. Ich frag mich, ob die Mod irgendwas mit dem Paladin gemacht hat. Ich finde halt, der Omni-Schild ist so ein bisschen fehlkonzipiert. Ich finde, der müsste sich eigentlich verhalten wie der Riot-Shield von den Guardians. Damit der halt seinen Zweck erfüllen kann. Vier Dragoons. Oh, das hättet ihr ja nicht machen müssen. Boah, so viele Phantome. Thank you.
Ja, Villager in Minecraft sind so eine Sache. Das Spiel will uns sagen, dass sie diese tollen Häuser sich selber gebaut haben, aber ganz ehrlich, die könnten auch in einem Dumb Ways to Die Video die Hauptrolle spielen. Wenn die Abstimmung ist vorbei. Moment. Und 3 Killstreaks, sehr gut. Lord. Wow. 50% haben einfach gesagt, das Autogramm von Patrick Stewart ist gelogen. Und die meisten haben tatsächlich geglaubt, Profisportler der Familie. Tatsächlich ist die Lüge schon mal Käfer gegessen. Die anderen beiden sind richtig. Ja, dein Guess war schon sehr gut. So, Waffenschaden oder Waffengewicht, die machen, glaube ich, aber alle für mich keinen großen Unterschied mehr. Ich habe jetzt schon nur 84%. Also es könnte sich vielleicht sogar lohnen, auf Shockwave zu gehen. Mit so 3 Skills. So, wie sieht das Team aus? Ich glaube, mit dem Team können wir auch auf Gold gehen. Wobei ich dazu...
Feuerstellung Hydra. Okay, zwei Turrets sind zu viel. Oh, sehr schön. What? Seit wann können die einen auf der Rampe sinken? Entweder wurde das mit der Mod gefixt, dass das jetzt geht, dass man auf der Rampe gekillt wird, oder ich stand halt zufällig genau auf der gleichen Y-Koordinate. Dark.
Leute, belegt euch doch nicht wieder, wenn die Runde schon fast vorbei ist. Ich überschätze mich aber gerade maßlos selber. Okay, da waren zwei Turrets. Ich glaube, das war das Problem, weil ich glaube, eins schaffe ich tatsächlich selbst auf Gold. Ich hatte das eigentlich im Kopf, dass die Banshee erstmal treffen muss, aber ich glaube, Banshees mussten das nicht, ne? Nee, Banshees konnten, glaube ich, direkt. Der Rest musste einen erst einmal treffen im Nahkampf. Thank you.
Leute, hier sind überall Geschütze. Die hat versucht, mich zu senken. Der mich natürlich fromm zinkt, ist klar. Ich glaube, die sind jetzt immer im Melee-Mode oder fast immer. Nein, nicht unser Top-Spieler. Thank you.
strategic area has been compromised. This zone needs to be locked down. Incoming hostile forces. Transmission received. Jetzt müsste ich aber eigentlich total busted sein, mit 30% noch zusätzlich zu meiner Power Damage. Yeah, Killstreak Nummer 2. Das zählt leider alles nicht als Killstreak. Acknowledged!
Schön zu sehen, dass ich nach der 10-Stunden-Schicht auf dem Stream gelandet bin. Ja, das ist der zweite tatsächlich. Da der erste nicht so geendet ist wie geplant. Bugs oder Bad Luck? Void. Ja, was heißt, man könnte sagen Bug, weil ich hundertprozentig den Shift-Knopf gedrückt habe und trotzdem runtergefallen bin und dann noch eine Enderperle nicht schnell genug getriggert hat. Aber ich habe extra noch eine Perle geworfen, um mich zu retten. Nichts hiervon ein Killstreak war. Austria, willkommen zum Stream. Was ist bitte passiert? Minecraft war der Meinung, ich hätte nicht Shift gedrückt im End. Und ich habe auch noch vorher gesagt, ich gehe, weil wir ja noch keine Never-Warzen hatten. Ich gehe ohne Slow Falling Potions ins End. Das mache ich auch nie wieder. Ich glaube, ich bin noch nicht gestorben, oder?
So, alle Devices aktiv. Wie anscheinend habe ich nicht 10 Wellen überlebt. Na, shit. Ich lern's aber auch gerade nicht, dass ich nicht in die Banshees reinchargen darf. So, Fitness. Ah, okay, da stand mir gerade nochmal die Erklärung. Also, es ist nicht wichtig, wo ich bin, es ist eher wichtig, wo der Gegner ist. Und ich glaube, die Banshee war wahrscheinlich nicht
Also wir sind schon einmal vorhin bin ich gehinkelt geworden auf einer Rampe, was eigentlich nicht geht. Und das sind unsere drei Killstreaks. In Deckung. Ja, super, dann lock mich halt in die Animation. Ist ja sehr freundlich. Network. Upload the intel from local server. Copy that!
geht mir auch noch die Munition aus. Komm, wo sind Gegner? Aber ich sag mal so, ich hab das Gefühl, wenn das Team stimmt und einigermaßen schnell agiert, dann gehen die Wellen halt auch durch das erhöhte Gegnerlimit viel schneller vorbei.
G10 Wellen überlebt, nicht auf Silber? Oder wird es einfach nur nicht angezeigt? Rüberbounce. Punktlandung. Minuten, das ist eine echt nice Zeit. Okay, ich habe nur 3 Wellen überlebt gehabt. Okay. Aber ich würde sagen, das reicht auch für heute. Dann haben wir doch unser Stream soll erreicht. Donnerstag ist kein Stream. Und dann geht es wahrscheinlich am Samstag weiter. Mal gucken, ob wir da ein neues Spiel anfangen oder ob wir da versuchen, uns wieder in Minecraft Create wieder unseren alten Progress wieder zurückzubekommen. Bis zum nächsten Mal.